In welchem Zusammenhang stehen jetzt eigentlich wissenschaftliche Erkenntnisse und gesellschaftliches Bewusstsein bzw. gesellschaftliches Handeln? Also die Vermittlung von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Gesellschaft ist von großer Bedeutung. Das Stichwort ist hier Wissenstransfer. Und die Exzellenzinitiative Ozean der Zukunft hier an der Universität in Kiel hat dort ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse werden in ganz unterschiedlichen Bereichen in die Gesellschaft vermittelt, in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft vermittelt. Das sind zum Teil Teilnahmen an Messen und internationalen Konferenzen, nationalen Konferenzen, aber auch Ausstellungen. Wir haben ja in Kiel eine Dauerausstellung im Zoologischen Museum. Mhm. Aber es sind auch der Bereich Bildungspolitik ist sehr stark entwickelt worden. Wir haben ja eine Kieler und eine Jugend- und eine Kinder- und Schüleruniversität. Es ist ein gemeinsames Schulbuch entwickelt worden und im letzten Jahr ist der Meeresatlas entwickelt worden, der versucht anhand von 18 aktuellen Themen, wo es auch um die Probleme des Meeres geht, lösungsorientierte Möglichkeiten aufzuzeigen, um das Meer insgesamt nachhaltiger zu behandeln.